Today's video is a series of skits that will teach you how to ask for and give directions in German. That's exactly right. Don't forget, you can always turn on subtitles in German or in English by clicking CC down below. That's exactly right. Let's get started. Entschuldigung, können Sie mir den Weg zum Hauptbahnhof zeigen? Zu Fuß oder mit der Bahn? Wie weit ist es? Ungefähr 12 Kilometer. Dann fahre ich lieber mit der Bahn. Sehen Sie das Restaurant Omas Küche dort drüben? Ja. Biegen Sie dort nach links ab. Gleich um die Ecke ist eine U-Bahn-Haltestelle. Fahren Sie mit der U5 bis zum Alexanderplatz. Danach nehmen Sie eine S-Bahn Richtung Westen. Es ist egal welche. Alle S-Bahnen in der Alexanderplatz-Haltestelle fahren zum Hauptbahnhof. Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Lidl-Filiale? Da. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir helfen? Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche den Zoo. Ich habe gedacht, er wäre in der Nähe, aber ich kann ihn irgendwie nicht finden. Wissen Sie, wo der Zoo ist? Der Zoo ist ganz in der Nähe. Sie müssen einfach dieser Straße folgen. Nach der zweiten oder dritten Kreuzung finden Sie schon den Zoo auf der rechten Straßenseite. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Entschuldigung, darf ich Sie etwas kurz fragen? Ja. Ich sollte meine Freunde bei der Weltzeituhr treffen, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Wie komme ich dorthin, also zur Weltzeituhr? Nehmen Sie die U5 zum Alexanderplatz. Hinter dem Bahnhof links ist die Weltzeituhr. Ich denke, das ist die Ostseite des Bahnhofs, ungefähr 200 Meter vom Bahnhof entfernt. Und wo finde ich den nächsten Bahnhof? Gehen Sie immer geradeaus, bis Sie den McDonald's sehen. Nehmen Sie diese Straße rechts, da ist schon der Bahnhof. Dankeschön. Gerne. Entschuldigung, kennen Sie diese Adresse? Oranienburger Straße? Das muss ganz in der Nähe sein. Die Oranienburger ist die nächste Straße. Ich denke, um die Ecke ist die neue Synagoge. Das ist Oranienburger Straße 28. Wenn Sie die 38 finden möchten, müssen Sie einfach geradeaus nach Westen gehen. Die Oranienburger Straße 38 liegt auf der rechten Seite der Straße. Dankeschön! Entschuldigen Sie, können Sie mir den Weg zur Sesamstraße beschreiben? Natürlich! Gehen Sie an der Ampel links, dann über die Brücke und durch den Park. Von dort aus werden Sie die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sehen können. Gehen Sie in Richtung Kirche, bis Sie die Sesamstraße finden. Sie können diese Straße leicht erkennen, denn es gibt einen übergroßen gelben Vogel in der Mitte des Kreisverkehrs. Thanks for watching today's video. If you'd like a copy of today's video script, you can find that linked in the description. Also available there would be a worksheet with an answer key to test your knowledge over what you just learned and an MP3 version of the skits. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!